Bundesliga-Bingo.de. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Voodoo.de und ich zocke für euch immer die neuesten und coolsten PC-Spiele. Aber ich habe auch einen zweiten Kanal zum Thema Virtual Reality. Ich habe alle VR-Brillen zu Hause. Falls euch das Thema interessiert, guckt mal unter dem Video. Da ist ein Link zu meinem zweiten Kanal, Voodoo.de VR. Und da zocke ich für euch auch VR-Spiele. Aber jetzt geht's weiter bei World of Warcraft. Wir sind bei der Vorquest zu Battle for Azeroth. Und wir müssen ja jetzt den Urtum helfen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Das schauen wir uns mal an. Miau. Da unten sind wir schon. Das kann nicht mehr lang dauern. So. Da. Nach euch, Champion. Wenn ihr wollt, dass ich einen von ihnen... Lasst euch nicht entdecken. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Ich bin schon entdeckt worden. Nach euch, Champion. Wenn ihr die wollt, Horde hat hier bereits ihr Lager aufgeschlagen, aber noch sind wir nicht besiegt. Leise. Ihre Kriegsmaschinen sind zwar furchterregend, aber es sind nur Maschinen. Und bekanntlich bekommen Maschinen Probleme, wenn man in ihrem Innenleben herumfuhrwerkelt. Also wenn wir ein paar von ihnen sabotieren, kann das Dutzende von Leben retten. Diese Gelegenheit sollten wir nutzen. Ich denke auch. Steh uns bei. Wir gehen aber natürlich auch mal hier zu dem. Bringt euch mit uns in Sicherheit. Wir werden euch nichts tun. Die Vorbeugs sind für gewöhnlich friedliebend. Aus ihrer Heimat vertrieben worden zu sein, muss sie in Raserei versetzt haben. Ich denke auch. Geil, wir sind getarnt, solange die bei uns ist. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr schön. Was ist das denn? Ah, wir können ein Ziel handlungsunfähig machen. Miau. Na, wir sollen... Boah, was war das? Hä? Scheiße. Vorsichtig, Champion. Wir müssen leise sein. Ich weiß nicht, ob wir sehen... Sollte aber machbar sein. Ja, die können ja gar nichts. Wir müssen da hinten hin. Da sind nämlich dann auch noch... Boah, komm! Die zwei anderen... Urtume. Vorsichtig, Champion. Wir müssen leise sein. Oh, Scheiße. Den sieht man... Ja, also, das ist natürlich Premium, ne, wenn du hier durch die Luft geballert wirst. Komm. Wo geht er hin? Kleiner Drecksack, jetzt holt er den. Nein? Hm. Dann nicht. Da oben müssen wir hoch. Na, den können wir natürlich noch eben... Oh, wir haben eine Quest schon abgeschlossen. Ich diene den Kaldorei. Die Horde wird für diesen Übergriff bezahlen. Da. Das sind die Verborgen. Die Horde. Es nicht sind die so Urtume. Viele. Das Urtum hat uns den Auftrag gegeben. So war das, ne? Genau. Kommen wir denn dahin? Ist das in der Höhle?
Das ist in der Höhle. Ganz großes Kino. Hier? Ja. Bringt euch mit uns in Sicherheit. Die Horde muss so. Die Furbolgs aus ihrer Heimat vertrieben haben. Furbolgs? Wir nennen die mal beim englischen Namen. Furbolgs. So. Wir können eigentlich wieder zurück. Ich kann mich hier, glaube ich, definitiv wieder sichtbar machen. Zack. Haben wir gar nicht gebraucht hier, das Schlafpulver. So, da sind wir wieder. Wurden die Furbolgs wieder ausgebildet? Richtig. Die Welle des Neuen. Die Störung ist jetzt noch gravierender. Ich spüre eine mächtige Kraft in unserer Mitte, die anders ist als alles, was ich je erlebt habe. Sie entspringt der Erde selbst. Ihr und Delarin Sommermond müsst dem auf den Grund gehen, Voodoo.de. Brecht auf zu jenem Ort am Meer, den ihr Nazivell nennt. Aha. Das ist interessant. Jawohl. Das ist interessant. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jemals schon mal war. Gab's das überhaupt schon? Lalalalalala. Was geht denn hier ab? Ne, das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Guck mal. Hä? Lässig. Guck mal, die Horde hier schon wieder, ey. Die sind immer hier überall am Start. Gut, euch an unserer Seite zu wissen. Die Horde hat die Meisterglebe eingenommen. Wir dachten, dieses Leuchten an diesem Ort wäre Eluns Licht. Aber es scheint das Azerit zu sein, nach dem die Horde so fieberhaft sucht. Wir müssen die Horde und ihren grausamen Kriegshäuptling bezwingen, selbst wenn es uns das kostet, was uns am teuersten ist. Azeritentzug. Diese Substanz Azerit verursacht Ono Schmerzen und die Horde scheint sehr erpicht darauf, es einzusammeln. Wir dürfen das nicht zulassen. Sammelt so viel Azerit, wie ihr finden könnt und stellt sicher, dass die Horde es nicht in die Finger bekommen. Und die Streitkräfte der Horde in diesem Gebiet versuchen, so viel Azerit wie möglich zu sammeln. Ohne Zweifel wollen sie es als Waffe einsetzen. Tötet alle Streitkräfte der Horde, auf die ihr trefft. Ihr dürft nicht zulassen, dass sie dieses Azerit in die Hände bekommen. Sehe ich auch so. Mein Volk wird überdauern. Das sehe ich auch so. Und jetzt gehen wir mal oben hin. Und dann wird hier mal ordentlich aufgeräumt. Bam. So, 2 von 10 und hier ist auch schon ein bisschen Azerit. Ich bin echt gespannt, wofür dieses Zeug dann später ist. Also ich weiß es noch nicht. Es ist eher anscheinend sehr mächtig. So viel können wir wohl festhalten. Ups. Tja, wird nichts mehr gesammelt, Junge. Sammelt ist vorbei. Noch ein Ziel. Tja. So nicht. Von 6. So, hier können wir nochmal reindröhnen.
Lehren Eruption. Damn. 5 von 6. Also einer noch. Und noch ein Gegner. Nehmen wir doch den süßen Goblin. Der hält nämlich nicht so viel aus wie die anderen. Fertig. Delarin. Ich diene den Kaldorei. Ausgezeichnete Arbeit. Dieses Azerit ist wirklich eine mächtige Substanz. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Horde Zugriff darauf bekommt. Wir werden der Invasion der Horde hier und jetzt ein Ende setzen. Ohne dieses Azerit können sie nicht gewinnen. Hört ihr seine Stimme? Malfurion bittet unsere Hilfe. Nur Mut, Voodoo. Die Ahnen stehen heute an eurer Seite. Elon. Brüder und Schwestern, die Horde dringt tiefer in die Dunkelküste vor. Sammelt euch an den Wildschnellen. Wildschnellen? Aha. Das sieht ja auch krass aus hier, ne? Hahaha. Ha, ha. Da. Oh, ein dicker Sturm. So. Wo ist er? Da. Wie kann ich euch behilflich sein? Wir kämpfen nicht allein, Voodoo. Heute werden die Urtümer euch auf ihren Ästen tragen. Gebt alles, um unsere Wälder zu verteidigen. Möge die Natur euren Pfad leiten. Was geht jetzt? Ah, wir können uns heilen, wir können Sachen werfen. Sehr schön. Das dürfte ja nicht so schwierig sein. Heilen wieder. Wobei, ich glaube, da braucht man gar nicht. 30 schon. Kodo-Reiter hat sich ausgekodot. Zack. Heilen. Na, Junge. Läuft? Na, einer noch, ist das euer Ernst? Immer. Wie kann die Natur euch dienlich sein? Für jeden Feind, den wir töten, erscheinen zwei neue. Wir sind zu wenige, um ihnen die Stirn zu bieten. Wir müssen uns zurückfallen lassen, Voodoo. Mit der richtigen Strategie können wir auch gegen eine Überzahl gewinnen. Wir werden uns dahin dann Nassus neu aufstellen. Ich werde Delarin herbeirufen. Mögen die Winde euch den Rücken stärken. Jetzt nach Danassus. Wie kommen wir denn da am schnellsten hin? Mit dem Schiff, oder? Oder fliegen einfach. Krass, wie das hier aussieht. Alles im Arsch, ey. Hier war ich wirklich schon ewig, Jahre nicht mehr. Weil eigentlich zocke ich meistens nur meinen Priester. Ich habe zwar ganz viele Level
90, 100 Charaktere, aber die sind alle immer nur von den ganzen Add-ons und so. Da kriegst du immer eine Auflevelung. Was sind das denn für Viecher? Oh, Level 61. Ach so, ja, das ist ja, weil die ganzen Zonen jetzt sich automatisch anpassen. Tja, hier fährt wohl kein Schiff mehr ab. Ja, das waren noch Zeiten damals. Da war das hier ein normales Dörfchen. Man konnte ganz normal hin. Gibt nicht mehr. Erschöpfung. Gibt keine Erschöpfung. Die ist gleich wieder weg. Und 3, 2, 1. Und da sind wir wieder. Wir müssen in das Portal und dann geht's nach Darnassus. Zack. Und da sind wir. Boah, hier war ich auch schon lange nicht mehr. Es gibt viel zu tun. Es herrschen schlimme Zeiten. Wenn wir die Horde aus unserem Gebiet vertreiben wollen, muss unser Volk seine ganze Stärke aufbringen. Geht und sucht die Druiden, die Priesterin und unsere Schildwachen. Ruft sie zu den Waffen und seht, wie die Kaldorei zur Tat schreiten. Nur gemeinsam haben wir eine Chance, den festgefahrenen Kampf an den Wildschnellen zu gewinnen. Meldet euch beim früheren Sturmgrimm, wenn ihr fertig seid. Er wartet in Ruteran auf uns. Die Horde wird für diesen Übergriff bezahlen. Gut, dann schauen wir mal ein bisschen hier. Wie darf ich helfen? Die Horde hat die Wildschnellen erreicht. Wir müssen sie sofort zurückdrängen. Sofort. Hier ist eine Quest. Wieso ist hier eine Quest? Ach so, das ist diese tägliche Kochkunst-Quest. Hallo. Schnell. Die Göttin segne euch. Und Feuerprobe nehmen. Aschafella. Aschafella. Ich glaube, jetzt müssen wir nach Ruteran. Ne? Also, eigentlich müssen wir wieder durch den Teleporter. Aber wir können natürlich auch einfach über den Berg fliegen. Das sollte auch gehen. Das ging ganz früher natürlich nicht. Da konnten wir ja noch nicht fliegen. Was geht denn hier? Aber hier war ich ja wirklich noch nie. Oder? Was ist das? Das ist ein geheimer Ort? Sieht auch irgendwie unfertig aus, ne? Hier ist nix. Ist ja auch mal interessant, so mal an Orte zu fliegen, die man so noch nicht unbedingt gesehen hat. Weil früher war man halt hier nie oben, ne? Also da konnte man nicht rumfliegen auf irgendwelche Sachen. Da. Krass, krass. Very interesting. Mal Ruteran ist, der ist ja auch ziemlich zerfallen. Ne? Das war doch auch nie so zerstückelt hier früher, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Es ist zu lange her. Ich meine, WoW hat schon seine Jährchen auf dem Buckel, ne? Und ich habe das ja damals in der Beta schon gezockt. War das 2002? Keine Ahnung. 2004? Keine Ahnung. Seid gegrüßt. Möge die Nacht. Unsere Flotte ist aus Selithus zurück.
Elun sei Dank. Wir haben sie bitter vermisst. König Anduin sendet uns Soldaten zu Hilfe. Wir müssen standhalten, bis sie hier sind. Die Kaldorei werden eure Taten nie vergessen, Champion. Eure Hilfe in dieser dunklen Stunde könnte den Unterschied ausmachen. Möge unser Wille stärker sein als ihre Kriegsmaschinen. Der Krieg wird nicht von einer Schlacht entschieden. Unsere Zeit wird kommen. Da gehe ich mal von aus. Und nun? Das war's, ne? Ja, ich glaube, das ist ein Teil von der Prequest und der andere ist auch in einem anderen Gebiet. Ich weiß nicht, in welchen, und der kommt dann wohl noch, schätze ich mal. Aber das, der Teil ist jetzt tatsächlich abgeschlossen. Also wir haben die Flotte jetzt hier wieder versammelt und das ist natürlich sehr, sehr schön, dass wir die wieder hier haben. Ja, Leute, ich denke, das war ein netter, ja, Einstieg wieder. Und wir gucken dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht. Also, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, tut das jetzt. Und wenn ihr euch für Virtual Reality mit den Brillen interessiert, dann geht auf meinen Kanal voodoo.devr. Unter dem Video findet ihr die ganzen Links. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei World of Warcraft. Haut rein. Ciao. Voodoo.de